Wie beim letzten Mal, weißt du? Erst muss es klingeln und dann geht hoffentlich das Bild auf. Ich muss ihr unbedingt erzählen, dass ich eine 2 im Diktat habe. Hoffentlich geht's Gregor besser. Ja. Geht's schon los? Gleich. Also Kinder, auch auf die Gefahr hin, dass ihr mir jetzt erklärt, dass ich tüdelig bin. Ich finde es faszinierend. Marlene ist in Australien, wir hier in Eisenach. Und wir sehen uns über diese kleine Kamera. Die oder? Achtung, jetzt klingelt's. Achtung. Hallo, Mama! Hallo! Ich habe eine 2 im Diktat. Nein. Ach, das ist ja toll, Schatz. Da bin ich ganz stolz auf dich. Mama! Hallo, Paulchen. Hallo, mein Schatz. Alles in Ordnung? Ja. Gregor geht schon viel, viel besser. Das ist schön. Geht's euch denn gut? Wann kommst du denn? Du weißt doch, dass sie mit Gregor in Australien bleiben muss. Muss ich eben nicht. Laut der Ärzte hier ist Gregor transportfähig. In 3 Tagen geht unser Flieger nur noch 3-mal schlafen. Oh, Schatz, das ist wunderbar. Ich freue mich, dass du zurückkommst. Ich auch. Wann kommst du? Wir holen dich vom Flughafen ab. Ja, ich sag euch noch genau die Daten. Tschüss, bis später. Ich muss noch mal kurz zu Michael. Ich habe mein Handy bei ihm vergessen. Lisa, denkst du daran, den Schlüssel vom Café einzupacken, falls ich nicht rechtzeitig da sein kann? Ja. Tschüss. 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 Lisa, bekommt dein Vater keinen Kuss? Ja, so viel Zeit muss sein. Ja, Lisa ist zum ersten Mal richtig verliebt und ich glaube, es tut ihr gut. Ja, bis er ihr wieder das Herz bricht. Oh. So, die Brote für die Kinder und hier die Quitten, Nachschub für Nora. Und schöne Grüße, Apfelchilis alle. Ja, wer das wohl alles aufgegessen hat. Das weiß ich alleine. Ja. Jetzt sag mal was du, los. Ich? Du hast viel mehr gegessen. Der Naschkatze. Selber Naschkatze, du. Ja, bei mir weiß man's ja, aber du, wenn ich an früher denke, Rühreier mit Speck, der Kaffee so schwarz, dass der Löffel drin stand. Bisschen Milch und Zucker statt doch keinem. Ich sag doch gar nicht. Auch wenn du morgens um 5:30 wach wirst, ist mir ganz egal, solange du mich nicht wächst. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Naschkatze, Frühaufsteher. Manchmal denke ich, die haben dir bei deiner OP nicht nur das Herz ausgetauscht. Ciao. Oh, guck mal. Können wir auch mal in den Zirkus gehen, Christian, bitte? Ja, aber jetzt gehen wir erstmal in die Schule, weil sonst kommst du zu spät und dann kriege ich von der Lehrerin die Ohren langgezogen. Hopp. Morgen? Komm, Paul. Vielleicht später. Heute? Vielleicht. Los jetzt. Die habe ich die ganze Zeit gesucht. Ja, wenn man so wenig zum Anziehen hat wie du, hat man natürlich ein Problem, wenn man ausgerechnet die grüne Hose nicht findet. Das ist nicht witzig. Nervt dich das eigentlich nicht? Was? Na, immer das Zeug hier hin und her zu schleppen. Ja, schon. Ich wüsste da eine Lösung. Ja, ich weiß, Ordnung ist das halbe Leben. Ich bin halt nicht so wie du. Das stimmt. Aber das meinte ich nicht. Wie wäre es, wenn du bei mir einziehst? Wir lieben uns, wir sind gern zusammen und die Wohnung ist groß genug. Ich weiß nicht. Ich muss auch los. Lass uns heute Abend drüber reden, ja? Überweisung für Frau Schwarz, der Befund von Herrn König und 2 Gläser Quittengelee. Das ist ja Magie. Ich habe Ihnen doch gerade erst die Kiste gegeben. Nein, Inge hat mir vor 2 Tagen schon mal eine Ladung Quitten vorbeigebracht. Wir sind total verrückt nach Ihrer Marmelade. Besonders Johannes. Tja, da ist eben auch nur die reine Frucht und ein bisschen Gelierzucker drin, garantiert Bio. Wer ist jetzt als nächstes dran? Ein Herr Piranelli, ich glaube vom Zirkus. Sie wissen doch, der Zirkus, der bei uns gerade in der Stadt gastiert. Herr Piranelli, bitte. Piranelli, herzlich willkommen in Eisenach. Ich habe schon gesehen, Sie bauen Ihr Zirkus auf. Setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun? Ich habe Schmerzen am linken Arm. Hier. Es kam total plötzlich. Vorgestern konnte ich noch ganz normal arbeiten. Gestern beim Abbauen fing es an und heute früh
konnte ich den Arm kaum mehr bewegen. Mhm. Wo ist der Schmerz genau? Ich weiß nicht, ich glaube hier. Mhm. Wenn es weh tut, sagen Sie Bescheid. Mhm. Ja. Und was machen Sie beim Zirkus? Sind Sie Artist? Die fliegenden Piranellis, das sind meine Frau Gina und ich. Wissen Sie, ich beschwere mich nicht. Ich bin bald 40 und in dem Alter hat man als Artist nun mal das eine oder andere Zipperlein. Mhm. Und heute ist es besonders schlimm. Also eine gewisse Steifheit im Gelenk lässt sich feststellen. Haben Sie denn die Probleme öfter? Glauben Sie mir, irgendwas tut immer weh. Ja, bisher habe ich das mit unseren Hausmitteln immer wieder gut hingekriegt. Ich vermute, Sie haben eine Schleimbeutelentzündung. Vielleicht auch Arthrose. Ja, das dachte ich mir schon. Bei uns Zirkusleuten ist das sozusagen eine Berufskrankheit. Mein Vater hat es, mein Großvater. Können Sie mir vielleicht eine... Ah ja, ich habe heute Nachmittag meine erste Vorstellung. Ich gebe Ihnen ein schmerzstillendes Präparat. Dann sollte es eigentlich morgen besser sein. Falls es in ein paar Tagen nicht besser ist, kommen Sie einfach wieder vorbei. Alles klar. Ah. Hier. Für Sie und Ihre Familie, falls Sie Lust haben. Heute Nachmittag. Was? Die Vorstellung ist um 4 Uhr. Ach, und ich reserviere Ihnen einen Platz. Danke. Ihr Onkel ist da. Er sagt, es sei dringend. Was ist los? Hast du ein Problem? Nee, ist alles in Ordnung. Ich wollte nur kurz mit dir reden. Ja, ich habe noch 2 Patienten, dann mache ich Hausbesuche, aber dann können wir uns sehen. Mhm. Okay. Und ich halte dich wirklich nicht von irgendwas ab? Ach, bitte dich, das ist doch Unsinn. Jetzt erzähl schon, was ist los? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Der 29. Mai? Ja. Heute vor einem Jahr habt ihr mich aufgeschraubt und wieder zugemacht. Der 29. Mai, mein 2. Geburtstag. Es klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber hast du nicht den Eindruck, dass es passieren könnte, dass man bei einer Herzverpflanzung noch was anderes mitverpflanzt? Das Herz pumpt das Blut durch deine Systeme und versorgt die Organe mit Sauerstoff. Der Rest sind deine Gefühle, Emotionen, dein Leben. Ja, ich weiß. Aber gibt es keine Chance herauszufinden, wer der Spender war? Du weißt doch, dass nur die Spenderzentrale die Daten hat. Und ja, die geben sie unter keinen Umständen raus. Ja, ich weiß. Aber ich frage mich eben manchmal, wie er so war, dieser Mensch. Es tut mir leid, Johannes. Ich kann dir da nicht helfen. Okay. Dann störe ich dich jetzt nicht länger und sag dem alten Albert, er soll die Beruhigungspillen nicht alle auf den Mal nehmen. Tschüss und danke. Tschüss. Tschüss. Was tun Sie da? Sie dürfen das Kreuz nicht anfassen. Das ist für meinen Vater. Ich habe das gar nicht richtig angefasst. Ich wollte nur was sehen. Was denn? Wie dein Vater heißt. Jochen. Bist du oft hier? Na und? Sag mal, muss nicht längst in der Schule sein?
Und Vater, hau doch nicht ab! Das ist mir völlig egal mit der Schule! Bleib liegen, ich komme! Nicht bewegen! Guck mal, da sind die Artisten. Schau mal. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ah, Dr. Klaas, schön, dass Sie kommen konnten. Ja. Mein Sohn Rocco, meine Frau Gina. Hallo. Guten Tag. Ja, das sind meine Kinder, Paul, Clara. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Alles klar? Ja. Und, wie geht's Ihnen? Mit dem Arm alles in Ordnung? Ach, alles topfit. Die Vorstellung geht los. Viel Spaß noch. Ja, und viel Glück. Tschüss. Ich komm gleich, ja? Ach, sind es die Großeltern? Das stimmt. Guck mal, schau mal. Das sind Stephanos Urgroßeltern. Die haben den Zirkus gegründet, vor über 100 Jahren. Wahnsinn, die erste Generation der Piranellis. Sehr toll. Und das sind ihre Söhne wahrscheinlich, ja, oder? Ja, Rocco und Adriano. Mama, komm. Komm. Ich muss wiedersehen. Viel Spaß in der Vorstellung. Ja, komm, Kinder, wir gehen auch mal auf unsere Plätze. Komm, 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 komm. Meine Damen und Herren, der Höhepunkt unserer Show. Ich bitte um absolute Ruhe für Stefano Piranelli. Hast du Kopfweh? Nein. Ist dir übel? Nein. Dann machen wir dir jetzt ein Pflaster drauf, das tut jetzt ein bisschen weh. So. Klebt schon. So, und jetzt bringen wir dich zu deiner Mutter nach Hause, die macht dich bestimmt schon Sorgen. Ich kann alleine nach Hause. Ja, das glaubst du aber auch selber. Mit dem Rad fährst du heute keinen Meter mehr. Das verstecken wir hier im Gras. Und jetzt fahren wir zu dir nach Hause. Steig mal auf den Sattel da. Kommst du da alleine hoch? Ja. So, und jetzt fahren wir los. Und dann wollen wir hoffen, dass deine Mutter nicht einen zu großen Schrecken kriegt. Ivo, die sagt immer, Indianerherz kennt keinen Schmerz. Na, recht hat sie. Du musst mir jetzt sagen, wo es lang geht, weil ich kenne mich hier nicht aus. Ne? Mal geradeaus. Ja, mal geradeaus. Okay. Hier wohne ich. Oh, das ist aber schön. Mann. So, hier, jetzt klingeln wir. Ich glaube, ich gehe doch besser allein hin. Nee, wenn wir zu zweit reingehen, dann schimpfst du wahrscheinlich nicht so doll. Komm, wir klingeln. Hast du Schiss? Okay. Marcel, da bist du ja endlich. Tag. Tag. Was ist mit dir passiert? Ich bin mal ein bisschen hingefallen. Hey, warte. Ich bin Johannes Kleist und ich war auf einer Radtour und bin ich ihrem Sohn begegnet. Und da hat er gerade furchtbar rasant eine Kurve genommen, also zu rasant. Und danke, dass Sie sich um ihn gekümmert haben. Okay. Tschüss. Jutta Wagner. Wollen Sie nicht reinkommen? Ich backe gerade. Ja, gut. Kaffee oder Tee? Ja, Kaffee bitte. Das ist mein Papa. Ja. Möchten Sie einen Keks? Oh ja, gern. Braun sind besonders lecker. Braun, nehme ich ein. Danke. Mh, voll. Mein Papa mochte die auch immer am liebsten. Mhm. Papa mochte auch gern Eis und Schokolade. Mama hat immer gesagt, wir sind ihre zwei Naschkatzen. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Hier, kann ich Sie? Ja. Kann ich ein bisschen helfen? Gerne. Haben Sie die auch selbst gebacken? Damit verdiene ich mein Geld. Ich backe. Für Hochzeiten, Taufen, Geburtstage. Die Leute bestellen und ich liefere. Außerdem bekomme ich noch eine kleine Witwenrente. Mein Mann ist voriges Jahr gestorben. Ja, ich weiß. Der Junge war
mit dem Fahrrad. Ich dachte mir, dass Sie Marcel an der Stelle gefunden haben, wo ihr... Ja. Er ist immer noch völlig durcheinander. Er sehnt sich nach seinem Vater, ist ja auch kein Wunder. Es war ein Autounfall. Ja. Die Straße war nass. Er hat die Kontrolle über den Wagen verloren. 29. Mai. Was? Ich meine, es war am 29. Mai. Ja, Sie haben das Kreuz gesehen. Ja. Denkst du, es ist schwer zu lernen, auf einem Trapez zu fliegen? Naja, ein bisschen muss man schon üben. Ich denke, der hat ziemlich früh begonnen. Schau mal, ein Alpaka, Lama, ne? Ziegen. Was ist denn? Paulchen, was ist denn? Er hat, glaube ich, wieder seinen Koala-Bären im Zirkus vergessen. Ach, der grüne Nonne. Können Sie kurz aufpassen? Ich bin gleich wieder da. Rocco? Rocco! Komm sofort da runter! Du sollst da runterkommen, habe ich gesagt! Du weißt genau, dass du ohne meine Erlaubnis da oben nichts zu suchen hast. Ich bin besser als Adriano und der war erst 15. Und ich bin dein Trainer. Und ich sage dir, du bist noch lange nicht so weit. Du hast erst dann auftreten, wenn ich es dir erlaube. Keinen Tag früher! Du wirst es mir nie erlauben. Für dich werde ich nie gut genug sein. Rocco. Rocco! Na? Haben Sie immer noch Schmerzen? Nicht der Rede wert. Trotzdem. Ich würde Sie gerne morgen noch mal in der Praxis ansehen. Das ist nicht nötig. Wirklich nicht. Mir geht's gut. Auch ein Piranelli braucht zwei gesunde Arme. Sie haben doch selber gesagt, es ist Arthrose und dagegen kann man nun mal nichts machen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe noch jede Menge zu tun. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist so schön hier. Als wir hier eingezogen sind, war alles verkommen. Jochen und ich mussten erst mal das ganze Haus sanieren. Was ist das denn? Das ist ja eine Seifenkiste. Nee. Damit haben Jochen und Marcel voriges Jahr den zweiten Platz beim Seifenkistenrennen belegt. Und dieses Jahr wollten sie unbedingt gewinnen. Aber seitdem mein Mann nicht mehr da ist, will Marcel nichts mehr davon wissen. Ja. Naja, deswegen will er auch nicht in die Schule gehen. Alle Kinder in seiner Klasse erzählen von den Seifenkisten, die sie mit ihren Vätern basteln. Und Marcel? Marcel erzählt nichts. Was macht er hier? Deine Mutter hat mir deine Seifenkiste gezeigt. Ich habe als Junge auch Seifenkistenrennen gefahren. Und einmal habe ich sogar gewonnen. Wie sah Ihre Seifenkiste denn aus? War nicht so toll wie deine, aber auch ganz schön. Meine war sonnengelb und die Räder waren größer als deine. Sie müssen sich sicher auf den Weg machen. Wir haben Sie lange genug aufgehalten. Ja, und Sie müssen wieder zu Ihren Plätzchen. Ja. Vielen Dank nochmal für alles. Ja, das habe ich gern getan. Naja, und wenn Sie mal wieder mit dem Rad in der Nähe sind, dann kommen Sie doch vorbei. Marcel freut sich sicher beim Besuch und ich auch. Tschüss, Marcel. Wiedersehen. Wiedersehen. Der Junge wieder bei dir ausgeholt? Er ist noch zu jung. Wir sollten noch ein, zwei Jahre warten. Er will nicht mehr warten. Er hat so hart trainiert. Und er ist gut. Du weißt, dass er es kann. Bitte, Stefano, lass ihn endlich auftreten. Ich will nicht noch einen Sohn verlieren. Adriano war auch mein Sohn. Glaubst du, mir tut das weniger weh? Glaubst du, mir fällt es leicht, Rocco zuzusehen da oben am Trapez? Natürlich nicht. Wenn wir ihm keine Chance geben, wird er zu einem anderen Zirkus gehen. Du hast immer noch Schmerzen im Arm. Rocco könnte für dich einspringen. Gina, versprich mir, dass du ihm keine Hoffnung machst.
darfst den Reifen nicht berühren, der ist jetzt voller Feuer. Ja. Du wirst nicht glauben, was mir heute passiert ist. Ich habe den Spender meines Herzens gefunden. Und nochmal. Mehr Haltung und Balance. Nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Nochmal. Wow, Feuer verbrannt. Nochmal. Hallo, Pasta. Hallo. Guck mal, wir machen ein Zirkusprogramm für Marlene, wenn sie wieder zurückkommt. Ach, und was bin ich? Na, du bist der Zirkusdirektor. Ah, na dann, Vorstellung beginnt. Okay, also es brennt, ja? Oh. Und nochmal, nicht den Schirm vergessen. Das kann doch Zufall sein. Nein. Du weißt doch nicht mal, ob der Mann Organspender war. Das war kein Zufall, das ist ein Wink des Schicksals. Du weißt, dass ich sonst an sowas nicht glaube. Aber das hier... Bitte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie seltsam es ist, ein fremdes Herz zu haben. Aber ich verstehe, dass du wissen möchtest, wo es herkommt. Was willst du denn jetzt machen? Vielleicht besuche ich die beiden mal wieder. Und dann? Willst du der Witwe sagen, es ist übrigens das Herz ihres Mannes, was in meiner Brust schlägt? Ja, ich weiß. Aber verstehst du denn nicht, wie wichtig das für mich ist? Liebling, diese Frau hat gerade einen furchtbaren, einen schweren Verlust erlitten. Ich weiß nicht, ob die jemanden sehen möchte, der lebt, weil ihr Mann gestorben ist. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ja. Lass gut sein, ja. Bitte. Es war super lecker. Vielen Dank, dass du gekocht hast. Sehr gern geschehen. Du kannst das öfter haben, wenn du willst. Hast du über meinen Vorschlag von heute früh nachgedacht? Ich würde total gern mit dir zusammen wohnen. Ich fand's auch schön, als du mich gefragt hast. Aber? Ich weiß nicht, wie ich's Papa sagen soll. Ach so, ich wusste gar nicht, dass Papa auch hier einzieht. Okay, ich frag ihn, versprochen. Hey, dachte, du schläfst schon. Das dachte ich von dir auch. Alles in Ordnung? Ja, ja, ja. Das heißt, Johannes. Johannes glaubt, dass er den Spender seines Herzens gefunden hat. Es ist ein junger Mann, der ganz in unserer Nähe gelebt hat und der starb bei einem Autounfall genau an dem Tag, an dem Johannes seine Transplantation hatte. Aber der Spender kann aus ganz Europa kommen. Das habe ich ihm auch gesagt. Weißt du, ich glaube, dass er sich da in irgendwas verrennt. Er merkt natürlich, dass er sich verändert hat. Vielleicht glaubt er, das hängt mit dem Spender zusammen. Ja, natürlich hat er sich verändert. Er hat gedacht, er wird sterben, das würde jeden Menschen verändern. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Aber das tust du doch. Weißt du, ich glaube, wir müssen ihm alle ein bisschen Zeit geben. Das ist alles, was wir im Augenblick machen können. Der Rest ergibt sich von selbst. Hm? Und? Und dann nicht zu früh loslassen. Und nicht zu früh loslassen, mein Schatz, genau. Genau. Morgen. 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 Können wir? Ja. Alles klar.
Mein Junge! Ist okay. Mir fehlt nichts. Ich bin kein kleines Kind mehr. Wir müssen unbedingt zu Dr. Kleist, das ist dringend. Worum handelt es sich denn? Um gar nichts. So, also, mach es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, die Pirinelli ist los. Sie müssen Rocco untersuchen. Er ist beim Training abgestürzt. Papa, mir fehlt nichts, wirklich. Hey, du! Warte. Du gehst ja nicht raus ohne okay von Dr. Kleist, kapisch? Kommen Sie. Bitte. Schwindelig war der ja nicht, oder? Nein. Okay. Kannst dich wieder anziehen. Machen Sie keine Sorgen, Herr Pirinelli. Mit Ihrem Sohn ist alles in Ordnung. Vielen Dank, Herr Doktor. Wiedersehen. Wiedersehen. Sagen Sie, was macht er eigentlich hier an? Es geht schon wieder. Ich habe ihn nur verrissen. Du hast doch seit vorgestern Abend Schmerzen. Geh dir schon mal vor. Ja, deine Mutter wartet sicher schon ungeduldig auf uns. Ich komme gleich nach, Rob. Wiedersehen, Dr. Kleist. Also gut, ich brauche noch mal eine Spritze, aber diesmal... Ich kann Ihnen keine Spritze mehr geben, solange ich nicht weiß, ob es sich um Arthrose handelt. Was soll es denn sonst sein? Ja, es gibt viele Ursachen. Abnutzung ist nur eine davon. Vielleicht haben Sie die Spritze nur so niedrig dosiert? Ja, vielleicht. Nora, kommen Sie bitte mal. Meine Sprechstundenhilfe wird Sie zum Röntgen bringen, ja? Nora, wir brauchen einmal den linken Arm komplett und den Ellbogen in drei Ebenen. Ich brauche kein Röntgen, okay? Herr Pirinelli, ich bitte Sie. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Immerhin hängt das Leben Ihrer Familie da oben von Ihnen ab. Auf Wiedersehen, Frau Rüttgers, und gute Besserung für Ihren Mann. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke. Frau Wagner. Hallo. Hallo. Hier ein kleines Dankeschön für Sie. Nee. Nochmal für alles. Gott, ist das schön. Danke, das war... Wie geht's Marcel? Er hat mir versprochen, dass er heute in die Schule geht. Ich weiß, es ist zu viel verlangt, aber... Anscheinend hat Marcel sie ins Herz geschlossen. Er hat gefragt, wann sie mal wieder zu Besuch kommen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht könnten sie ihm ja bei seiner Seifenkiste helfen. Aber sie haben bestimmt auch ohne uns genug zu tun. Warten Sie einen Moment. Wir gehen ein Stück zusammen. Frau Mondstein, ich bin da mal kurz weg. Hier, sehen Sie das? Das ist eine Geschwulst. Daher kommen die Schmerzen und deswegen hat wahrscheinlich die Spritze auch nicht gewirkt. Eine Geschwulst? Sie meinen einen Tumor? Krebs? Ja, das kann ich aufgrund des Röntgenbilds leider nicht sagen. Was können Sie mir denn sagen, verdammt nochmal? Ich muss heute Abend auftreten, ich muss gesund werden. Wie stellen Sie sich das denn überhaupt vor? Sie müssen ins Krankenhaus und zwar schnell. Ins Krankenhaus? Ja. Ich brauche ein CT von Ihrem Arm und eine Biopsie vom Gewebe, um zu sehen, ob es positiv oder negativ ist. Muss das wirklich sein? Ja, Herr Pirinelli. Glauben Sie mir, bei einer Computertomographie können wir im Gegensatz zu einem Röntgenbild deutlich die Lage und den Umfang des Tumors erkennen. Das ist Schwester Annette, Herr Pirinelli. Sie wird das CT durchführen. Nehmen Sie bitte Ihre Kette ab. Ja, das ist mein Glücksbringer. Ich trage ihn bei jedem Auftritt. Das ist Ihr anderer Sohn, oder? Ja, Adriano, Roccos älterer Bruder. Er ist abgestürzt. Bei der Todesspirale. Er war sofort tot. Ich werde nie vergessen, wie er da unten lag in der Manege. Ich habe Angst um Rocco, verstehen Sie? Sie müssen mich wieder gesund machen, Sie müssen. Ich kann noch nicht abtreten. Rocco ist noch nicht so weit, meinen Platz einzunehmen. Nein. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Es tut gut, sich mal auszusprechen. Wie lange waren Sie verheiratet? 8 Jahre. Aber gekannt haben wir uns schon viel länger. Von der Schulzeit her. Und wie war er so? Im Wesen? Lieb und zuverlässig. Und er hatte keine Angst vor Gefühlen. Waren wir uns hier im Moment? Ja. Nur beim Basteln, da hatte er wirklich 2 linke Hände. Und er war sehr hilfsbereit, so wie Sie. Oh. Ist schön, mit Ihnen zu reden. Ich erzähle Ihnen Dinge, die ich zuvor noch niemandem erzählt habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ich nur wüsste, was ich mit Marcel machen soll. Ich würde Ihnen gerne dabei helfen, wenn es Ihnen recht ist, ja?
Und? Ist es Krebs? Das Ergebnis der Biopsie braucht noch etwas Zeit, aber das, was ich auf dem CT gesehen habe, gefällt mir gar nicht. Ich habe für heute Abend eine OP reserviert. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass es sich möglicherweise um ein Osteosarkom handelt. Mein was? Ein Osteosarkom ist eine sehr aggressive Form von Knochentumor. Er metastiert in der Lunge und für diesen Fall müssen wir sofort operieren. Und wenn es dieses Osteo, dieser Knochenkrebs ist, was dann? Also, für den Fall, dass es... Was wäre dann? Dann müssten wir Ihren Arm amputieren. Es tut mir leid, aber das ist die einzige Chance auf Heilung. Amputieren? Ich bin natürlich auch in meinem Körper. Ich kann mir vorstellen... Gar nichts können Sie sich vorstellen. Oder haben Sie schon mal einen einarmigen Artisten gesehen? Was soll denn aus dem Zirkus werden? Aus den fliegenden Piranellis? Die Todesspirale ist die Hauptattraktion. Was ist denn mit Ihrem Sohn? Ich habe Ihnen noch gesagt, er ist noch nicht so weit. Wie alt waren Sie eigentlich, als Sie das erste Mal aufgetreten sind? 13. Herr Piranelli. Es kann gut sein, dass Sie sich Sorgen um Ihren Sohn machen, aber Sie müssen lernen, ihn loszulassen. Und ich muss Sie operieren. Und zwar schnellstmöglich. Erledigen. Ich komme dann später noch mal, dann gehen wir gemeinsam die OP noch mal durch, ja? Alles klar. Okay. Was hältst du davon, wenn wir sie wieder rot anmalen? Ich finde, eine Seifenkiste muss einfach rot sein. Das hat Papa auch immer gesagt. Was? Eine richtige Seifenkiste muss einfach rot sein. Jawohl. Und die Räder machen wir grün. Ich finde gelb schöner. Ja? Ja, hast du recht. Gelb ist schöner. Mein Papa ist nicht im Himmel. Ja, natürlich ist dein Vater im Himmel. Wie kommst du denn darauf? Er hat kein Herz mehr und da kommt man sicher nicht in den Himmel. Wer erzählt dir denn sowas? Das weiß ich so. Pass mal auf, dein Papa und deine Mama, die haben was sehr, sehr Schönes getan. Sie haben einem Menschen das Leben gerettet. Es gibt Menschen, deren Herz kaputt ist. So kaputt, dass man es nicht mehr reparieren kann. Und wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann stirbt der Mensch. Ich weiß. Und einer von diesen Menschen hat jetzt das Herz von deinem Papa. Es schlägt in seiner Brust. Und dadurch kann er weiterleben. Echt? Echt. Und deshalb ist dein Papa im Himmel. Und er sieht dich. Und morgen drückt er dir ganz fest die Daumen. Komm, jetzt fangen wir an. Du machst das mit den Rädern. Und hier, nimm mal nur einen Pinsel ganz bisschen einstippen. Nimm das in die Hand. So ist gut. Und ein bisschen abstreifen. Michael. Michael möchte, dass wir zusammenziehen. Und was willst du? Ich glaube, ich möchte auch mit ihm zusammenziehen. Wir werden dich vermissen. Ich werde euch auch vermissen. Naja, wir sind doch nicht aus der Welt. Aber Papa, es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Das stimmt. Aber wir können dich ja immer besuchen, vielleicht sogar mehr, als dir lieb ist. Aber das wird doch nicht passieren. Abwarten.
Darf ich noch mal raus zur Seifenkiste? Noch ganz kurz. Ich muss noch was anmalen. Meinetwegen. Na los. Pass auf. Vielen Dank, dass Sie sich um Marcel gekümmert haben. Ich habe ihn lange nicht so fröhlich gesehen. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal an so einem Seifenkistenrennen teilgenommen habe. Marcel mag Sie gern. Ja, ich ihn auch sehr. Ich glaube, Sie erinnern ihn an seinen Vater. Sie haben dieselbe Art, mit ihm umzugehen. Als Sie hier in der Tür standen, da hatte ich das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Als gehörten Sie hierher. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie er Jochens Herz bekommen hat? Nein, warum auch? Sein Tod hatte wenigstens einen Sinn. Aber das macht es auch nicht leichter. Oder glauben Sie, dass er in irgendeinem anderen Menschen weiterlebt? Jochen ist tot. Tot und begraben. Alles andere ist nur ein Traum. Schwester Annette, wo ist denn Herr Pirinelli? Ist er nicht in seinem Zimmer? Nein. Wohin wollen Sie denn? Ihn zurückholen! Das ist. Und? Es ist nur eine Arthrose. Ab und zu ein paar Spritzen und es ist alles wieder in Ordnung. Und nun, meine Damen und Herren, die fliegenden Pirinellis! Der Höhepunkt unserer Show, die Todesspirale. Ich bitte um absolute Ruhe für Stefano Pirinelli. Dr. Kleist, es geht jetzt nicht. Halten Sie Ihren Vater auf, bitte. Es geht nicht. Hören Sie, er ist krank. Er ist vielleicht sogar sehr krank. Aber ich dachte, es geht ihm gut. Er hat doch gesagt, es ist alles okay. Bitte, lassen Sie ihn nicht springen. Na los, worauf warten Sie? Rocco, geh sofort da runter. Du weißt genau, du hast hier um nichts zu suchen. Papa, bitte. Du weißt ganz genau, dass ich's. Ich will nicht noch einen Sohn verlieren. Und ich will nicht meinen Vater verlieren. Viel Glück, mein Junge. Zeig ihm, was du kannst. Danke, Papa. Bist du bereit? Alles klar? Gut. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zum Höhepunkt unserer Show. Die Todesspirale. Ich bitte um absolute Ruhe für Rocco Pirinelli! Neuigkeiten. Der Tumor war gutartig. Also, in ein paar Wochen können Sie wieder auftreten. Vielen Dank. Bitte.
Dankeschön. Bitte, machen Sie es gut. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Und ich auf dich, Papa. Jetzt bist du ein richtiger Pirinelli. Von jetzt an treten wir zu dritt auf. Hm. Du wirst wieder ganz gesund. Es wird alles gut. Wir müssen uns noch ein paar neue Nummern ausdenken. Du, ich hab da schon jede Menge neue Ideen. Ja. Das kannst du mir glauben. Er konnte gestern vor Aufregung kaum schlafen. Marcel hat mir übrigens von ihrem Gespräch erzählt. Ich hatte keine Ahnung, dass ihn die Organspende so sehr beschäftigt. Ja, er. Er ist sehr tapfer. Er muss sich furchtbare Sorgen gemacht haben. Warum hat er mir nie davon erzählt? Ja, vielleicht hat er gedacht, Sie haben schon genug Kummer. Ich habe eine Woche lang an Jochens Bett gesessen und so sehr gehofft, dass er wieder aufwacht. Marcel saß neben mir und hat die Hand seines Papas gehalten. Und dann habe ich die Einwilligung zur Organspende gegeben. Oh, ich habe die Brote ganz vergessen. Frau Wagner? Ja? Sie haben die Einwilligung erst eine Woche nach dem Unfall gegeben? Ja. Und der Unfall war am 29. Mai? Ja, wieso? Ja, weil ich dachte, Ihr Mann sei am 29. Mai schon gestorben. Naja, für mich ist er das auch. Deshalb habe ich das Datum des Unfalls auf das Kreuz schreiben lassen. Ich komme gleich, ja? Ja. Johannes, ja. Das ist ja gut, dass du kommst. Hilfst du mir ein bisschen? Die Teller und die Tassen müssen noch aufgebaut werden. Was ist denn? Ja, es war nicht Jochen Wagners Herz. Er hat eine Woche nach dem Unfall noch im Koma gelegen. Also nach dem 29. Mai? Ja. Trotzdem, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass dir Marcel begegnet ist. Ja, wer weiß. Die beiden haben Hilfe gebraucht und du warst da. Und das zählt. Johannes! Ja, und Marcel. Hallo. Hi. Guck mal, ich habe den Helm heute Morgen neu beklebt. Ja, schön. Toll sieht das aus. Guten Tag. Guten Tag. Ich drücke euch beiden ganz doll die Daumen. Los, komm, Johannes. Wir müssen uns selten einschreiben für die Startnummern. Mhm. Ich hoffe, wir kriegen die 5. Die bringt Glück, hat Papa mal gesagt. Ja, los. Achtung, wir starten nun unser nächstes Rennen. Es fährt die Kiste 5 gegen die Kiste 2. Auf die Plätze, fertig, los! Jetzt fahren Sie! Der Junge! Marcel, bitte! Marcel? Alles Gute zu deinem großen Erfolg hier heute beim Seifenkistenrennen. Mach weiter so, bitteschön. Ich muss nicht wissen, wem ich mein Herz verdanke. Die Hauptsache ist es, schlägt an der richtigen Stelle. Sieh mal her! Ich muss noch so viel üben. Oh, aber Marlene kommt hier erst morgen. Übernehme. Und da geht es weiter, meine Damen und Herren. Bitte sehr. Wir brauchen einen Kleiderschrank.
mindestens doppelt so groß. Ach, das heißt, du ziehst bei mir ein, ja? Ja. Papa, Telefon! Sonja, Rosita auf dem Wunderbrett. Sehen Sie hier. Ja, Kleist? Ich bin Marlene. Stürch? Nein, wir freuen uns auf dich. Wir haben doch deine E-Mail bekommen. Schatz, Gregor hatte, Gregor hatte einen Rückfall. Die Ärzte haben ihn soweit stabilisiert, aber, aber ich muss bei ihm bleiben. Verstehe. Ich habe den Flug auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber die Kinder haben sich schon sehr auf dich gefreut. Ja, ich weiß. Ich habe mich auch so doll auf euch gefreut. Erklärst du es ihnen bitte? Ja, klar. Es tut mir so leid, Christian. Ja, du, dann pass auf dich auf. Und grüß Gregor. Erklär es ihnen bitte, ja. Mach ich.